So. Muss jetzt mal gucken. Kommt eigentlich hier noch irgendwas, das wir noch nicht erkundet haben? Ja, eigentlich haben wir das hier alles gesehen. Erzmin noch mal durch. Apfelbaum haben wir geklärt. Wir hatten alles, ha? Ach! Haben wir eigentlich jetzt... Oh, wir haben jetzt den Brustpanzer. Behinderung nur 0,2. Immunität umwerfen. Oh. Körperkraftbonus. Naja. Und wiegt fast nichts. Der Brustpanzer der Flammen ist ein wunderschön gearbeitetes Meisterwerk. Das glänzende Metall ist eine seltsame Legierung, die den Panzer extrem hart und leicht macht. Der Panzer erhöht auf magische Weise die Körperkraft und Standfestigkeit im Kampf. Auch das Zaubern ist mit dem Panzer möglich. Jawohl. Und gucken, Körperkraft 16, 17. Sehen nur ein bisschen albern damit aus. Ach, guck mal, das Auge des Drachen, Saphiras Gewürze, Auralias Rezept. Grundweins Beinschelle. Anführer der Orkmeute abgenommen. Den kann man nicht. Diese Gewürze sollen dem Koch in Dunkelforst überbracht werden. Und den besten Grüße der Hexe Saphira. Dunkelforst. Allerdings würde ich keine Speise anrühren, die damit bereitet wurde. Immerhin hat sie die Kräuter mit Spuren eines halluzinogenen Pilzes vergiftet, um dem Koch eine Lektion zu erteilen. Ach, die hatten wir nicht abgeschlossen, die Quest. Das waren mal einige der optionalen Möglichkeiten. Die waren wir noch. Und? Na, jetzt sehen wir aber eine Schuhe. Schuhe? Noch keine Schuhe? Ne. Schuhe. Fast schon ein bisschen zu gepanzert. Aber Immunität umwerfen, das ist ja geil. Und Körperkraft. Dann brauchen wir die ganze Selbstbeherrschung hier gar nicht mehr. Popo-Geflecht hier. Neue Harpien. Rums, rums, rums. Ne, schon laufen. Rum. Fett gepanzert hier. Was habe ich denn an Behinderung? Standen das? Was da hier nicht? Das da? Ne, hier. Und da, Behinderung 0. Basiswert 1. Und dann Rüstungsgewöhnung hier sein. Ja, der Zwerg kann das nicht tragen. Das kann er nicht tragen. Was würde ich die dem Zwerg anziehen, ganz ehrlich zu sein. Mal je dran gewöhne, so hübsch auszusehen. Ja. Komm schon nicht rum. Ich glaube, es ist vielleicht einfach am schnellsten den Weg zu folgen. Müssen wir mal so langsam unkaputtbar sein, ne? Was gibt's denn da so?
Ach, das ist der brennende Baum. Oder brennende Dorf. Ja. In Flammen. Die sind auch wieder glücklich hier im Bauernhof. Rattelshof. Bin ja mal gespannt, ob er jetzt direkt zum Wachen geht. Ich habe keine Ahnung mehr. Na, wie war das Schild? Aber ich habe keine Schuhe. Keine goldenen Schuhschieß. Jetzt gar nicht geguckt, die Brücke ist wahrscheinlich wieder heile. Wir machen das ja alles umsonst. Den langen Marsch. War gar nicht schlecht für einen Einbrecher und Dieb, wie wir mal angefangen haben. Magietalent. Dicken Hintern in dem Ding, oder? Jetzt noch mal so ein Helm, wenn ich. Aber ich kann keinerlei schwere Rüstung tragen, das kann ich nicht mehr zaubern, und dann habe ich keinen Buff mehr. Ja, wie fand ihr die Bandstrahlerrobe besser als? Mama. So, das sieht irgendwie besser aus. Das ist auch Kette, ne? Ja, die hat fast die gleichen Werte. Wollen wir vergleichen? 555, 222, 444, 2211. Was hat das denn zusätzlich? Linker Arm, rechter Arm, Rücken? Ne, ist ungefähr die gleichen. Hier ein weniger und da ein weniger. Und natürlich keine Immunität gegen Umwerfen und kein Kräftebonus. So. Hier reden wir jetzt nochmal mit allen, glaube ich. Was ist denn unser Plan? Triff Arum am Turm. Ich habe die Steinscheibe, die den Turm öffnet, gefunden. Nun muss ich Arum und seinen Drachentöter und seine Drachentöter beim Eingang zum Zwergenturm treffen. Halt nur noch mal hier vielleicht mit neuen Schmerzen. Die haben mal Zwiedestillat. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Ja, Zutaten. Zwiedestillat, wenn du hast. Ne, hat er nicht.
so Spinnenkrams. Ne, das haben wir alles verkauft. Die hat doch unser Zwiedestillat, oder? Tretet nur näher. Jo. So, mein Titel. Oh, wieder. Was war denn das? Ach, die Katze, die muss die hier rumlaufen. So. Alter, 11 Stück. Zack. So, haben wir sonst noch was? Faszilon der Ausdauer, das wäre auch nicht schlecht. Oh man, denn der Diamantenstaub. Alraunepulver. Alkohol. Fehlen uns die Brötchen. Schwefelquell. Boah. Ein dunkles Zubrauen. Achtung, kann Spuren von Alkohol enthalten. Fern von Kindern aufbewahren. Plus 5 Ausdauer. Dauer sofort. Nee. Ist das permanent? Glaube nicht. Grünmund-Tee. Hundpulver. Für 10 Minuten Lebensregeneration. Ja, plus 30 AU hier. Finde es nur der Alkohol. Auch wenn wir die nie benutzen, wenn wir ja mal einen Zauber drin. Ach, ist alles so. Gut, brauchen wir auch nicht. Wundpulver klingt gut. Lebensregeneration für 10 Minuten. Aber die letzte Einbeere. Ja. Jetzt wird es wieder haben. Wobei, nee, warte mal. Eigentlich nicht. Was schleppt man jetzt rum? Zaubertränke? Perldocker? Harpienfedern ist glaube ich für sie. Heiltränke können sie auch haben. Das können sie auch schleppen. Charisma braucht Ulana nicht unbedingt. Giftzähne können sie haben. Ups. Was war mit dem Schlüssel? In der Höhle gefunden. Ich nehme an, derjenige, der ihn bei sich trug, braucht ihn in diesem Zustand nicht mehr. Gute Frage. Aber muss nicht alles, kann auch parallel wie ich gewesen sein. So, 34, 54 von 100. 89 von 90, das ist ziemlich perfekt bei ihr. Das bin ich. 39 von 50. Nur noch 8. So. Der hat nichts Neues, ne? Ja, der hat all diese hübschen Rüstungen, ja. Noch ein
Waffenhändler. Naja. Ich glaube, die ändern sich nicht mehr. Rahmenschnabel hat er schon. Sehe ich an der Halbhändler. Zweihandwaffe. Ja. Wo ist er denn da? 156, 157. Ach, 3, 3. Den kahlen Gebirgspässen und Hochebene von Anagast waren es die einzelnen Grenzwächter zum Orkland, die zuerst diese ebenso einschüchternde wie tödliche Waffe gegen die Schwarzpelze ersonnen haben. Nee, das ist heftig, so ja. 14,2. 2 Meter, das ist auch nicht mehr nicht so weit. Nee, der stinkt. Bald beginnt das Apfelfest. Hoffentlich kann ich noch nicht zeitig zur Zeremonie in Prenzheim sein. Na, da würde ich nicht hingehen, das ist alles abgebrannt. Eine Kräuterform. Ach guck, die haben ja auch Quellwasser und Zwiedestillat bis zum Niedlevel. Drachenblut. Das nehme ich mal mit. Ach, die haben ja auch alles Mögliche hier. Guck mal. Schon mal hier bin. Die haben alles hier. Also ich glaube im Grunde braucht man gar nicht Giftzähne, alles. Ja, ist egal. Viel Spaß. Gut, wie sollen da hinten hin? Hat nicht irgendwie am Markt irgendwie mit den Leuten noch was zu reden? Wo war denn das? Da. Da ist der Gerling. Seid gegrüßt. Prinz Arom und seine Streiter sind bereits auf dem Weg hinauf zum Zwergenturm. Ihr solltet ihnen so schnell wie möglich folgen. Okay. Also sie sind schon unterwegs am Turm. Der noch was? Da seid ihr ja wieder. Ich wusste, mein Apfelwein würde euch zurücklocken. Das hat man schon. Na, ich muss weiter. Gerling steht genau hinter mir. Bin ein bisschen blöde jetzt zu fahren, oder? So. Bist du zu klein? Ah, die Söldnerseele. Was wollt ihr? Oh, der heilige Apfelbaum in Prenzheim ist wieder erblüht. Ihr könnt nun euren Pilgergang zur gütigen Herrin vollenden. Ah. Gepriesen sei Pereine, dank euch besteht noch Hoffnung für meinen todkranken Vater. Wie soll ich das nur jemals wieder gut machen? Okay. Ah gut, da haben wir die. Ah. So. Ist euch einfach nur der Gesandter? Ja, was haltet ihr vom Bürgermeister? Lippen. Na, ihr seht so traurig aus. Gab's keinen maraskanischen Pferdebraten im Wirtshaus? Doch, Fuhrfrau. Der wird aber nur an spezielle Gäste gereicht. Da die letzte Portion heute serviert wurde, würde ich an deiner Stelle gut deine Pferde. Ja, das hatten wir schon. Fehlt hier einer, der Hauptmann? Der Hauptmann stand hier vorher. Ja, was gibt's?
Was war hier gerade los? Ach, der junge Herr hat mich beauftragt, ihm Koschhammerzungen zu besorgen. Er hätte auch eine schöne Summe dafür bezahlt, aber diese fette Hände. Ach, die Koschhammerzungen, die haben wir schon vor Ewigkeiten verkauft. Aber der Hauptmann ist nicht mehr hier. Wir müssen jetzt da hinten hin. Da wo die Fragezeichen. Langsam genug von Talon hier. Ja. So, mal los. Da hinten geht's. Ach, da wollen wir gar nicht raus. Wo zur Hölle ist das? Ach, das ist hier. Habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass die das irgendwie gesprengt hatten, den Eingang zum Zwergenturm? Irgendwie so. Früheren Folgen. Aber wir brauchen jetzt die Scheibe, um da rein zu. Ja, ich bin völlig falsch. Wir halten hier irgendwo nicht rum. Oder doch? Ne. Na. Oh. Zurück. Oben sind die. Hier irgendwo? Muss ja. Da oben wahrscheinlich. Boah, bin ich besoffen? Mann! Ist nicht einfach. Wie guckt man denn da hin? Ist hier unten rum. Wie war denn das? Also näher komme ich hier nicht ran. Muss hier runter oder was? Hier ist Ente. Wie kommt man denn da runter? Der hat einfach mal hingeklickt. Das hier ist der Zwergenturm. Boah, hier. Nebel. Was? Okay, da unten stehen wir schon. Und wieder der letzte. Ich hoffe, die Zwerge. Oh, oh, oh. Autosave. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nun beweis mir deine Findigkeit. Hast du den Schlüssel zum Turm aufgespürt? Jo, Hammer. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wer hätte ich einen Zwerg spielen sollen? Ja, hier ist der. Angorchs Hammer, das ist sie wirklich.
Jetzt geht es diesem verdammten Drachen an den Kragen. Ugdan Kerris, du bist würdig, Seite an Seite mit uns, Ashogrim, Neagroshim, gegen den Purpurwurm zu kämpfen. Gortosha Mortormorsch. Nimm die Steinscheibe, setze sie in die Pforte ein und öffne sie damit. Dann lass uns den Turm betreten. Ei. Nö. Nö. Okay. Wollen wir? Bringen sie ein. Habe ich? Okay. Wollen wir? Hab die Steine eingesetzt. Zwerg vor. Noch ein Tor. Keine Zeit jetzt. Öffnet das Tor. Wir wollen den Drachen nicht warten lassen. Auch er wieder. Na gut. Geh ich eben rein. Da wären wir. Der Hort des Ungetüms ist jetzt nicht mehr weit. Lasst uns zusammen gegen die Bestie bestehen. Genau. Doch bevor wir uns der Bestie stellen, solltet ihr euch noch etwas vorbereiten. Diese Truhe hier haben wir aus Murolosch mitgebracht. Sie enthält Brandsalbe und andere Dinge, die uns im Kampf gegen den Drachen nützlich sein können. Bedient euch. Vielen Dank. Bevor wir aufbrechen, würde ich noch gerne etwas wissen. Oh, gut. Hat man schon. Hat man schon, das war alles. Okay. Brandsalbe. Oh, wo ist die Kiste? Da. Krass. Mal hier Bild auf. Oh, halt ein Drachentöterhelm. Haha. Perfekt. Kann ich da noch zaubern? Ein Stein. Ja, diese Helme zieren die Häupter der Sonnenskrieger am Bosswerk und zeugen von einer hohen Schmiedekunst der Angorosch. Ein wahr fürstliches Geschenk des Bergkönigs. Und testen. Diese kann ich nicht mehr zaubern. Das Ding aus. Meint ihr? Ja, und Vogel, der müsste seinen Bart abnehmen. Ich kann auch die Sturm haben, die kann auch nicht dran. Ach komm, zum Drachen töten können die nochmal anziehen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich finde die sehen richtig schick aus. Leichter Plattenpanzer. Was trägt der denn? Schuppenpanzer. Panzerschuhe. Mit Behinderung 5. Natürlich massig behindert, ne? Also durch die Rüstung, die schwere Rüstung. Hält aber unglaublich viel aus. Den schmeißt keiner um, ne? Hält einfach alles aus. Platten Schultern, Schuppenpanzer. Behinderung 5. Was hat die? Behinderung 4. 554. 222. 555. 333. Ne, 33. Ja, aber noch Knie und was nicht alles. Nummer 5, 6, 9. Gute Entscheidung. Sie ist leichter gepanzert, aber sie kann auch ausweichen. Der hat nur Behinderung 3. Was trägt der? Ein Schuppenpanzer, kein Ich mach das schon. Okay.
kenne, würden die noch mal Beine geben. Ja, auch noch mal Beine. Ich versuche mein Bestes. Oh, dann sieht er ja aus. Mit dem. Nee, der muss zu ritterlich aus. Amazone so. Voraus. Ja, Handschuhe und sowas hat er alles, ne? Panzerhandschuhe hat er. 4-4. 3-3. Plattenarme. Ja, sie hat nur noch die Beinlinge und die bronzenen Schultern, weil es zu der Farbe passt. Von der sonstigen Ausrüstung. Der Helm aus Kurkum und so. Hier Parade 24. Ein Schwerk, ein Bord. Der hat 19 und 20 wegen Schild. Alle mal hergehört. Na klar. Hier auch 10, 11, 10, 9, 10, 10. Naja, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt den hässlichen Bogen. Das ist natürlich mit dem Umwerfen, ne? Das ist ja schon gut. Wenn wir uns jetzt noch ein Schild reinziehen. Macht das nochmal. Alle Angreifer erleiden einen Malus minus 4 auf ihre Attacke. ja, weil ich das wie ich unkaputtbar. Und dann nehmen wir Adels Schwert mit. So. So. Ja, los, lass uns. Was haben wir da unten? Harpien. Na gut. Oh, guck mal, wir haben Aarom dabei. Den können wir aber nicht kontrollieren. Auch mit dem reden? Was liegt dir auf dem Herzen? Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Schuppen und Zähne eines Drachen warten auf uns. Jupp. Aber ich hätte immer noch offen für Fragen. Okay. Mit der fette Axt. Okay. Ja, ich glaube, dann müssen wir wohl. Die Fährlings. Frage ist, wohin? Hier weiter. Warte mal. Brandsalbe, wo ist die denn? Brandsalbe. Aufteilen. 4. Wieso? C4, R4, Gladys 4 und ich 4. Immunität brennen für 45 Sekunden. Gefiederte Furien werden uns nicht aufhalten. Nö. Lass das mal vor. Ich nehme die Sache in die Hand. Alles klar. Hallo, könnt ihr mal erklären, dass
Gute Entscheidung. Alles klar. Amazonenkönigin, Flakia, Rondra. Kurkum. Alle mal hergehört. Sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Sollte ja. Gar die Präsenz des Geschuppten daran schuld sein. Als ob sein Zorn alles um sich herum in seinen Bann zieht. Wir werden sehen, warum. Hör auf ihn. Volle Kanne, volle Kanne. Bei meiner Axt! Volle Kanne? Ja, da kein. Ja! Ich mach das schon. Zum Angriff! Alles klar. Ja! Die beiden hier haben was da hinten. Oh, wie baller hier hinten, Mensch. Handy durch! Das ist die Mann. Bei Angriff! Halten! Oh, Feuer mögen die gar nicht. Komm schon, Tora! Sei normal. Drachentöter, die kann man aber. Wohl nicht.
Wow, der Reiner. Schaden an seiner Ab hier. Mit dem Mandagasse. So. Bring die sicher ein. Was hört ja gar nicht auf, ja? Bei meiner Axt! Zum Angriff! Folgt mir! So, hinter mir keine. Aber ganz lieb, dass sie der Klett ist offen lassen. Ich nehm die Sache in die Hand. Bei Angrosch! Gute Entscheidung! Okay. Folgt mir! Mal Brandsäure benutzen. Immer nur Harpien. Das ist Nebel. Oh Mann. Amazone Verlass! Hintot. Ich nehme die Sache. Versuch mein Bestes. Das bin ich. Ich mach das schon. Du schnappst dir die doch an. Komm schon. Du nimmst sie. Amazone voraus. Ich nehm die Sache in die Heigin. Für Rondra. Die haben Armbrüste, deswegen sind sie. Alle mal hergehört. Bei meiner Hand. Alles klar. Ich nehme die Sache in die Hand. Komm, Angriff. Ein Bock. Ach, was. Mal. Ja. Attacke. Jetzt wird's ein Candidus. Nochmal. Vorax. Sieht so aus, als wären das die letzten gewesen. Der Weg zum Drachenhof ist nun frei. Good, meine Freunde, auch wenn unser Feind verwundet ist, steht uns ein harter Kampf bevor. Ayangrosch, lasst uns beginnen! Jawohl. Jeden Augenblick. So schnell los. Du weißt doch, wir mal wieder an Harpienfehler ankommen. Okay. Warten wir eben, bis Rulana wieder fit ist.
der ist fast kaputt. All den Zwergen. Dezeption. Alles ist alles vorbei. Wie ist das? Muss sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschungen erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. Seine Forschung? War das nur Forschung hier? Ihr habt gewusst eben, dass dieser Drache Prenzain angreifen wird. Warum habt ihr nichts getan? Ja, genau. Es liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheiten einzumischen. Wir spielen alle unsere Rollen auf dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stücks zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers, eines Zeugens, wenn ihr so wollt. Für meine Forschung war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen des plötzlich auftretenden, unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte sich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Am Drachen auch Angst. Ja, hier wieder Mian. Was habt ihr gelernt? Habt ihr sie nicht auch geschmeckt? Diese Atmosphäre der Furcht während des Drachenangriffs quoll die Panik in den Menschen hervor und beraubte sie all ihrer Vernunft. Sie liefen herum, kreischten, taten alles, nur wenig Sinnvolles. Ein guter Einblick in die menschliche Natur. Oh, so ein Arschloch. Und was suchst du jetzt hier? Haben Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass es ein Lebewesen auf Dere gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja, auch Drachen können Angst verspüren und dieser ganz besonders. Ah, sehr gut. Ich scheine mehr über diese Bestie zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Die Kreatur ist ein Draco Magento, ein Purpurwurm, eher jung schätze ich, 10 Schritt lang und mit sechs Beinen und schwarz-blauen Schuppen. Erscheint wie von Wahn, Angst und Raserei getrieben zu sein. Sein fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufig tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaubt mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten. So wertvoll sie auch sein mögen. Möglicherweise ist er ja in der Brunft. Also Paarungszeit. Wisst ihr, was ich gegen den Drachen, wie ich gegen den Drachen kämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebensmüdigkeit. Ach, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Euer aus Verzweiflung geborener Mut ist possierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen alleine zu bekämpfen. Er ist ein zu starker und schlauer Gegner. Der Bauch der Kreatur ist weniger gut gepanzert als Kopf und Rücken. Beachtet auch den Flammenatem aus seinem Maul. Er kann euch leicht vernichten. Kronchinis-Salbe hilft gegen solche Verbrennungen. Ich könnte euch welche verkaufen und manch anderes Kleinod der Kräuter- und Zauberkunst. Oh ja. Zeig mal deine Waren. Was
Gegenstand an. Beides Banane. Brauchen wir nichts von. Shit. Der hat nur Müll gehabt. Naja. Okay, hier brennt's, da müssen wir schon hier. Gartosha Mortomosh Garkaroshem! Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss Zwerge kämpfen! Nein! Meine Brüder! Das soll deine letzte Gräueltat gewesen sein, Bratrakash! Ja, sieh mich nur genau an! Ich bin Prinz Arom, Sohn von König Aromboloch! Und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen! Genau. So, erstmal alle. Vorbereitung. Wie lange dauert das Ding dann? 45 Sekunden. Lass das mal Vorgrim machen. Na klar. Hier wird nicht gescherzt. So. Den kann ich nicht kontrollieren. Brandsalbe! Dieses Ding, so, Rehnsheim okay, hat in Flammen aufgehen lassen. Kommt mir das mit dem Hellsein gar nicht mehr so spannend vor. Ja, mir auch nicht. Kurkum! Alle rein da. Folgt mir! Ja! Das macht einen Debuff, oder? Blitzig. Nein, das wird nicht viel bringen. Feuer bringen auch nicht. Schieß mal auf den. Kann er Wunden machen? Nein. So ich gesehen habe ich dieses Ding. Wir nehmen uns mal heftigere Pfeile. Wie wär's mit Gift? Giftpfeile. Ah, dann brauchen wir Ausdauer. Sterb da! Der vergisst das. Amazone vor. So die Brandsalbe umfallen. Zum Angriff! Und nächstes. Für Ardo! Autsch! Alles klar! Mach du mal einen Zielschuss. Bei Angroschbach! So, wir sehen, dass wir hier die Dinger oben halten. Das ist schon ein Viertel runter, der Junge. Wir müssen den Dings mal heilen. Phorax! Oh shit, da fällt mir gerade ein. Und die anderen mal alle Brandsalbe. Ich nehme die Sache in die Hand. Folgt mir! So, du selbst. Bitte auch. Arquartus. Heil dir mal. Amazone vor Angriff. Ah, da muss er den
Das bin ich. Dings schon wieder heilen. Dezeption. Ich mach das schon. Hier können ja alle mal Heiltrank reinballern. Amazone voraus. Okay, wir sind immun. Candidus. Ich mach das für die schon. Lass das mal vor. Hier, Rondra. Klar, ich muss den Prinzen am Leben erhalten. Oh, einen großen hier noch. Den. Na klar. Ja, die können schlucken. Das bin ich. Da, sterb. Oh, Kack. Salbe futtern. Mach das schon. Aufgepasst! Keine Ausdauer mehr. Wir hätten vielleicht auch mal so ein Ausdauer-Ding. Keine Munition, ja, ganz clever. Also Gift hat nichts gemacht. Nimm mal diese Toolbar-Dings-Pfeile, genau. Das sind da glaube ich die 20 Schaden-Pfeile, oder? Da 20 Schaden siehst du, dass es so fertig ist. Der ist der Asche. Ja, fuhr. Und so fällt eine weitere Bestie unter dem Stahl der Angroschinen. Mir bleibt nur noch eins zu tun. Der Karfunkel. Ich werde ihn als Trophäe meinem Vater nach Murolosch bringen. Es ist vollbracht. Nehmt euch, was ihr wollt vom Hort der Bestie. Murolosch hat seinen Preis bereits. Die Zwerge sind echt super. Ehrlich gesagt, in dem Fall den Kopf. Was hast du jetzt davon, dass du dich mit uns angelegt hast, du Rieseneidechse? Okay. Okay, wir haben ganz viele Quests in dem Misslungen. Eine Jungfrau für den Drachen. Wenn ich durch den Turm zum Drachenrot gestiegen bin, hat der Drache Talonheim gesucht und die Jungfrau getötet. Hm, okay. Weiß ich nicht, das hätten wir vielleicht wohl noch machen können. Wo verpasst. Naja. Ui, Visierhelm, leichter Plattenpanzer, Panzer. Kopf auf jeden Fall, Drachensehne, Drachenblut ohne Ende, verbesserte Sehne, Eisenschirm. Wurmspieß. Speer. Oh, Rulana. Ich nehme die Sache in die Hand. Da freut sich ja mal einer, oder? 1,5,9. Jawoll. Jawohl. Reichweite ist weniger. 1 auf 10 bei 18. Ist auf jeden Fall ein Speer, ist kein. Keine. Einfaches Eisenschild? Hat er schon verbessertes. Ist 2,5. Ist identisch.
tragen eine Schilder mit kleinen Zweitfahren. Wir haben verbessert. Keine Ahnung, nimm du das mal. Dann will ich mir mal das Bastardschwert. Ne, das muss ich trainieren. Gute Entscheidung. Das ist 7. Ui, schick. Frage ist, kann sie jetzt noch schnell angreifen oder nicht mehr? Weil ich da Plattenpanzer. Panzerschuhe. Den Zwerg. Weil der kann seinen Bart wieder anziehen. Panzerschuhe hat er schon. Den hatten wir auch schon. Ja, ist nichts Besonderes. Der sieht wahrscheinlich genauso aus, ne? Ja. Auf jeden Fall. Den hatte ich selber gecraftet. Weil. So, dann haben wir hier Drachenblut. Kann mich auch wieder schick machen. So. Oh, wir können den ausnehmen, guck mal. Nee, doch nicht. Ich dachte. Und den Kopf haben wir abgeschlagen. Haha. Schade, ist der Kopf weg. Naja. Okay. Dann mal alle mitkommen. Hat er noch was? Karbaskan Draxin. Was für ein Kampf. In deinen Adern fließt ohne Zweifel das Blut alter Helden. Und du gehörst in eine Reihe mit den großen Drachentötern meines Volkes. Danke, Aaron. Dieser Karfunkelstein aus dem Schädel des Drachen ist des Monstrums größter Schatz. Nun ist er in unseren Händen. Wie es die Tradition befiehlt, werde ich den Karfunkel-Bergkönig Aromboloch zu Füßen legen, auf dass er sieht, dass die Herrscher der Drachen einen Soldaten weniger haben. Wir Drachentöter haben gelernt, aus den Überresten der Würmer Waffen und Tränke für große Macht, von großer Macht herzustellen. Als Dank für deinen Beistand möchte ich dieses geheime Wissen mit dir teilen. In diesen Aufzeichnungen findest du alles, was du wissen musst, um dir aus Jafurs Überresten neues Rüstzeug zu fertigen. Ich werde sofort nach Murolosh aufbrechen. Es wäre eine Ehre für mich, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest. Solltest du noch Dinge hier in Talon zu erledigen haben, so werde ich dich bis zur Stadt begleiten. Und dann alleine weiterreisen. In diesem Fall wäre es mir aber eine Ehre, dich später vor den Toren Murolosh empfangen zu dürfen. Geh du voran, wenn du bereit bist. Okay. Okay, was haben wir jetzt mit dem Rezept gekriegt? Guck mal. Trank des Drachen. Alle Attribute plus 3, 10 Minuten. Eintragen. Drachentöter Armor. Drachentöter Bogen. Schwert des Wurms. Säbel des Wurms. Hui. Ja, ich kann nur die. Trank des Drachen. Das ist aber nur für 10 Minuten, leider. Für die Einbeere, der Giftzahn, Alkohol, Zwiedes, Fidestilan. Wir sind gerade. Das ist eigentlich alles normale Zutaten, würde ich fast sagen.
Schmieden. Speer des Wurms. Zwergenstahl, Steineiche. Kohle, Lederbänder, Blattgold, Zahn des Drachen. Gegengewicht. Und ein Säbel haben wir nicht, brauchen wir nicht. Zweiwurf 6, erhöhte Chance, eine Wunde zu frösern. Das ist doch was für Ulana. Wenn nicht noch mehr. Achso, ein Bogen haben wir noch. Drachentöter Armbrust, Drachentöter Bogen. 1-2-6 plus 11. Drachensehne. Auch Steineiche. Das ist was für die Kladdis. Ja, die müssen wir auf jeden Fall herstellen. Dumm ist, dass das Säbel ist. Erhöhte Chance, Wunde zu verursachen. Ja, jetzt würde ich fast einen Säbel nehmen, aber ich bleib mal beim Zweihänder. Das heißt, sieht einfach besser aus. Ja. Der Zwerg. Hätte den Rabenschnabel. Ich mach das schon. Wurmspieß. Das bin ich. Langsam, aber sicher sollten wir aufbrechen. Ja, da hat er recht. Okay. Möchtest du zu Hort, den Hort des Drachen endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hier zurückkehren können. Nein. Oder? Ja, okay. Ja, das ist schon. Okay. Gut, die meinte, wir könnten. Wo ist denn jetzt Murolosch? Ach, hier unten. Ja, hier auf jeden Fall anwesen. Ich bin zu Hause. Einmal eben alles verhaften und so. So. Ja. Genau. Ich lade es mal ab. So, was soll denn hier? Drachenkrams im Behalt auch mal, ne? Also ja, Frostschenkel. Die Harpienfedern sind eher was für die. Licht, geboren in die Welt zu sein. Im Fluss des Mandra schwamm er und im tiefen See der Zeit. Aha. Ja. Das ist für den Zwerg. Der wurde auf jeden Fall den Zahn. Ja, keine Ahnung. Bogenbau, ne? Auf jeden Fall die Sehne, verbesserte Sehne. Harpienfedern. Ja. Amazone voraus! Guck mal eben nach, ob du für den. Und für den Speer, Drachentöter Bogen, den kann sie machen.
Steineiche und die Drachensehne Bronze. Die Steineiche? In Ordnung. Ulmholz. Ebenholz. Wo gab's denn hier Steineiche? Ja, das haben wir den Weg umtöter, was ein Schwert hat, die Sahne. Lederhose. Ein Schwert, ein Bock. Wollen wir den Drachentöter helfen? Vielleicht nicht. Ich glaube, den legen wir besser vorne in unsere besondere Truhe, oder? Sofort. Ja, genau. Das KGIA-Einsatzhemd. Das ist okay. Der hat doch die ganzen Metallteile. Ich glaube. In Ordnung. Das ist alles Müll. Na klar. Gladys ihre ihren ganzen Schmuck reinwirft. Behält sie mal. Abgebrochener Drachenzahn. So, dann zieht die ganzen Briefe und so. Ich glaube, die hat man hier reingelegt. Gut. Genau. So. Wird auch mal so langsam. Jafurs, Geschichte Jafurs. Den haben wir jetzt umgebracht. Mhm. So, mal durchgucken. Hier war den Kopf. Den behalten wir, glaube ich, noch. Weiß, wollen wir den mal. Haben wir denn sowas wie ein Trophäen-Dingsbums? Ja. Da haben wir Tränke. Gute Entscheidung. Die Heiltränke könnt ihr eigentlich behalten. Ich versuche mein Bestes. Die Heilsalbe weg. Ich nehme die Sache in die Hand. Und Steineiche. Wo gibt's denn Steineiche? Steiner.
Also wo ist die Satz immer noch? Wo bin ich jetzt? Ja, sagen ja doch jetzt nicht, ihr Ding weggeschmissen. So. Wo können wir den Steineiche hier kriegen? Hier ist eigentlich hier im Keller unser Wühlschrat. Lebt er noch? Na, wie geht's dir? Na, sagt nichts mehr. Auch nur um Ados Geheimkammer hier zu finden. Glaube ich. Ja, jetzt sind nichts mehr los. Super geheime Truhe. Haben wir unter anderem Vogrims Bad gefunden. Hier hat sich nichts getan. Ich guck mal unten in der Stadt, ob wir da Steineiche kriegen, aber ich glaube nicht. Na, wer weiß. Wo gab's denn Steineiche? Oder schon immer eine Stunde, könnte ich ja sagen, ja, der Drache ist tot. Hier Pause und dann beim nächsten Mal weiter. Ich schätze mal, das wird dann eine Runde, wo wir versuchen, die Sachen herzustellen, die wir gelernt haben. Den Trank vielleicht nicht unbedingt, aber den Bogen für Kladdis und den Speer für Ulana. So, okay, bis zum nächsten Mal.